Willkommen zum Wochenrückblick. Letzte Woche erfolgte der Auftakt zum Christbaumverkauf 2015. Agrarlandesrätin Verena Dunst sagte, der Verein Burgenländischer Qualitätschristbaum und die heimischen Christbaumproduzenten garantieren frische Christbäume aus bäuerlicher Produktion. Der Christbaum unmittelbar vom Produzenten hat viele Vorteile. Bei vielen Betrieben kann der Baum direkt in der Christbaumkultur ausgesucht und geschnitten werden. Die Kunden erhalten von den Christbaumproduzenten beste fachliche Beratung. Beim Kauf wird der Christbaum als Serviceleistung zugespitzt, eingenetzt und häufig auch nach Hause geliefert. Die Frische des Christbaums ist garantiert, da dieser erst kurz vor dem Verkauf geschnitten wird. Natürlich werden die heimischen Christbaumbauern den Bedarf an Christbäumen in unserem Land auch heuer wieder abdecken können, sagte Agrarreferentin Landesrätin Verena Dunst zu Beginn der Christbaumverkaufsaktion 2015 im Rahmen eines Pressegesprächs mit Franz Stefan Hautzinger, Präsident der Landwirtschaftskammer Burgenland und mehreren Christbaumbauern in Sieggraben. Ganz kurz, auf der Bundestagung in Maria Lach. Ab heute startet der Christbaumverkauf. Ich freue mich sehr, dass wir heute zu Gast bei der Familie Bauer hier in Sieggraben sein dürfen. In Burgenland gibt es eine Verkaufsgemeinschaft der burgenländischen Christbaumerzeuger. Als Agrarlandesrätin, aber auch als Konsumentenschutzlandesrätin bin ich stolz darauf, dass wir mehr als 70.000 Bäume im eigenen Land kaufen können. Und ich freue mich sehr, weil sich immer mehr burgenländische Haushalte, die einen Christbaum zu Weihnachten aufstellen, entscheiden, ein regionales Produkt hier im Burgenland zu kaufen. Frisch, mit gutem Service, wird eingepackt, wird zurechtgerichtet und dann geht's los. Wir freuen uns alle auf Weihnachten. Ja, was ist er denn? Ja, ich bin der Konferenz. Ja, ich bin der Konferenz. Ich würde auch fangen, ganz genau. Erste Brüder, dann haben wir das. Die Brüder quasi wirklich auch. Nein, jetzt auch. Ein Monat bis Weihnachten. Die Vorbereitungen laufen, wohin man schaut, aber vor allem bei unseren Christbaumproduzenten. Die haben jetzt Hochsaison. Die bedienen die Wünsche der vielen Burgenländerinnen und Burgenländer nach einem schönen heimischen Christbaum. Immerhin werden im Burgenland 85.000 Christbäume gekauft und der überwiegende Teil kommt aus heimischer Produktion. Und darüber freuen wir uns wirklich insofern, weil wenn die heimische Produktion hier angekurbelt wird und bedient wird, bleibt auch die Wertschöpfung in der Region. Regionalität ist das Thema, wohin man schaut, und jeder, der einen heimischen Christbaum kauft, hat einmal die Sicherheit, dass es sich hier um einen sehr frischen Baum handelt, weil ja kurze Transportwege nur damit einhergehen, dass das sehr ökologisch in der Produktion vorgeht und dass man aussuchen kann aus einer Vielfalt von Bäumen, von Tannenbäumen, Fichtenbäumen. Also wir sind hier sehr breit aufgestellt und ich kann nur sagen an die Käufer, schauen Sie drauf, woher der Baum kommt. Wenn aus dem Burgenland kommt, bin ich überzeugt, dass Ihr Weihnachtsfest umso schöner ablaufen wird. In die andere Richtung vielleicht? In die andere Richtung. Den Herrn Bauer brauchen wir schon drauf. Ja, jetzt haben wir den Burgenland. Ja, Servus. Ja, servus. Herr Sommer, Sie kommen aus Güssing, Sie erzeugen selber Christbäume, aber die meisten stellende Frage ist das, warum verlieren die Bäume Nadel? Ja, es kommt auch sehr viel von der Witterung von ganzes Jahr an, ob er einen Stress gehabt hat, ob er wachsen, ob es sehr trocken war. Man, besser ist immer, wenn er die Nadel nicht verliert, wenn es vorher mal Minusgrade hat. Man, so wie heuer ist optimal, es hat jetzt Minusgrade, da kann der Baum abschließen. Und was man dagegen auch machen kann,
dass man den Baum in einen Wasserständer, wie das schon überall im Handel angeboten, reinstellt. Da holt ein paar Masse gut nachher genommen. Am 25. November starten jährlich die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Auch dieses Jahr setzen die Sozialistische Jugend Burgenland und die SPÖ-Frauen Burgenland ein Zeichen an diesem Tag. 16 Tage gegen Gewalt ist eine internationale Kampagne, die jedes Jahr vom 25. November, der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, bis 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, stattfindet. Die SPÖ-Frauen Burgenland nehmen diese Kampagne auch heuer wieder zum Anlass, um auf das Recht von Frauen auf ein gewaltfreies Leben aufmerksam zu machen und über Hilfseinrichtungen zu informieren. Begleitet wird die Kampagne von Veranstaltungen zum Thema Lesen gegen Gewalt. Heute ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Kindern. Ab heute bis zum 10. Dezember werden wir über 50 Veranstaltungen im Land haben. Mir ist es wichtig, dass Frauen sich keine Gewalt gefallen lassen müssen, aber auch nicht Gewalt an Kindern. Wir haben gute Institutionen im Land, wo sich Frauen hinwenden können. In Bruckneudorf wurde letzte Woche gegen die Aufstellung von Containern für ca. 450 Flüchtlinge demonstriert. Einen ausführlichen Bericht mit Reaktionen der Parteien finden Sie auf unserer Seite. Auf dem Truppenübungsplatz in Bruckneudorf sollen laut Verteidigungsministerium 80 Wohncontainer für die Unterbringung von ca. 400 bis 450 Flüchtlingen aufgestellt werden. Bruckneudorf ist eine Gemeinde mit 2916 Einwohnern. 400 bis 450 Flüchtlinge sind 13,7 bis 15,4% der Einwohner, zusätzlich zu denen, die bereits in der Gemeinde untergebracht sind. Wir haben mit dem Bürgermeister von Bruckneudorf, Gerhard Dreisker, von der SPÖ gesprochen. Ja, also, gestern hat uns die Pressemeldung ereilt, dass wir am Tüppel in Bruckneudorf 80 Container stationiert bekommen für Flüchtlinge. Da redet man von ca. 400 Leuten. Bis jetzt habe ich keine offizielle Meldung, weder von der Frau Minister noch vom Herrn Minister, vom Verteidigungsminister bekommen. Wir sind natürlich sehr verärgert, weil wir mittlerweile wissen, warum unser Angebot eines Grundstückes, das wir gesagt haben, wir sind mitten in Bruckneudorf und dort können wir Container für bis zu 30, 35 Leute hinstellen. Also eine kleine Gruppe, die wir auch integrieren können bei uns in der Gemeinde, hätten wir das zur Verfügung gestellt. Wir waren dort mit einem Herrn vom Innenministerium, vom Land, vom Büro Tarabusch war er dabei, die Caritas war dabei, das Bundesheer war dabei, weil das gehört zufällig auch im Bundesheer, dieser Grund. Und sind da sehr positiv auseinandergegangen, haben gesagt, jetzt passt alles. Die Caritas wird die Verhandlungen mit dem Innenministerium aufnehmen und waren da eigentlich gesagt, jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben wir diese 1,5%-Quote erreicht. Die war dann leider nicht so. Nach circa 4 Tagen habe ich einen Anruf gekriegt, da gehören noch ein paar Kleinigkeiten geklärt, es geht nicht so schnell. Und das war dann das Letzte, was ich gehört habe, bis heute oder bis gestern, wo man dann eben diese Pressemeldung bekommen haben, also eigentlich, wir haben sie nicht bekommen, wir sind bis heute nicht informiert worden, offiziell. Landeshauptmann Hans Nissl und Agrarlandesrätin Verena Dunst weisen auf die Wichtigkeit, regionale Produkte zu kaufen, hin. Regionalität hält die Wertschöpfung im Land, sichert Jobs und erhöht die Lebensqualität. Landeshauptmann Hans Nissl und Agrarlandesrätin Verena Dunst wollen künftig noch mehr auf die Regionalität setzen. Dazu wird der Masterplan Land und Leben erstellt. Wer regionale Lebensmittel kauft, erhält nicht nur qualitativ hochwertige und gesunde Produkte, sondern stärkt auch die heimische Wirtschaft. Wertschöpfung bleibt im Land, damit sichern und schaffen wir Jobs. Nicht nur die Bevölkerung profitiert von der Regionalität, auch von den Tourismus und die Wirtschaft ist dies ein wichtiger Erfolgsfaktor. Der Trend geht immer mehr Richtung Gesundheits- und Naturtourismus.
Das Burgenland ist mit seiner Landschaft und seiner Kultur einzigartig. Das ist eine große Chance, die wir nutzen wollen. Wir werden heuer im Tourismus laut Prognose erstmals über 1 Milliarde Euro Umsatz und 740 Millionen Euro Wertschöpfung erzielen. So Nissel. Ich glaube, dass die Regionalität einen sehr großen und wichtigen Stellenwert hat. Die Burgenländerinnen und Burgenländer haben die Möglichkeit, regionale Produkte zu kaufen, die vielleicht ein bisschen teurer sind als Produkte im Supermarkt, aber die sicherlich gesund sind, denn regionale Produkte sind gesunde Produkte. Man macht etwas durch gute Ernährung und gesunde Ernährung auch für die eigene Gesundheit sehr viel. Und durch diese regionalen Produkte soll auch der Tourismus weiter angekurbelt werden. Es soll durch Regionalität den Gästen, die hier Urlaub machen, eben auch ein gutes Angebot gemacht werden. Es sollen die Urlaubsgäste regionale Produkte genießen, nicht nur den burgenländischen Wein, sondern auch das burgenländische Gemüse. Das Burgenland ist der Gemüsegarten Österreichs, es ist das Obst, es sind viele Produkte im Südburgenland, die produziert werden, auch rund um den Neusiedlersee. Regionalität ist die Zukunft und Regionalität ist auch ein hohes Maß an Lebensqualität. Der Herr Landeshauptmann und ich haben heute zum Thema Regionalität im Burgenland Stellung genommen. Wir sind sehr stolz, dass der Landeshauptmann hat das klar betont, die Landesgesellschaften immer mehr regional einkaufen. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass ich jetzt als Agrarlandesrätin viele Initiativen starten kann, wo es um Regionalität geht. Regionalität ist in. Menschen wollen wissen, was sie essen, was sie einkaufen. Menschen wollen wissen, ist es gespritzt, ist es im unreifen Zustand geerntet worden. Das kann man alles ausmerzen, indem man einfach nur burgenländisch einkauft. Wir können, im Burgenland kann man aufgrund des Saisonskalenders, den ich vorgestellt habe, eigentlich ganzjährig Produkte aus dem Burgenland kaufen. Da weiß man, was drin ist, nämlich auch das, was draufsteht, da kann man sich verlassen. Das bedeutet natürlich, dass man auch Arbeitsplätze schaffen kann, mehr Arbeitsplätze schaffen kann im Burgenland. Darüber freue ich mich. Ich beginne bereits in den nächsten 3 Wochen in die Regionen zu gehen, weil ich möchte nicht nur die Landwirtschaft sehen, die ist wichtig. Ich möchte den ganzen Bezirk sehen, ich gehe in die Regionen. Werde jetzt am 5.11., am 5.12. in Oberpullendorf sein, werde dann in Mattersburg und im Bezirk Güssing sein, mit der Bevölkerung reden und viel daraus machen. Ich freue mich schon. Bei einer Pressekonferenz stellten Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz und Diplom-Ingenieurin Sabine Kaulich vom Kuratorium für Verkehrssicherheit die vorläufige Verkehrsunfallbilanz 2015 vor. Die vorläufige Unfallbilanz im Burgenland. Ablenkung im Straßenverkehr ist die Unfallursache Nummer 1. Mit einem Anteil von 37% am Gesamtunfallgeschehen war Ablenkung im Jahr 2014 die häufigste Unfallursache auf Burgenlandstraßen und die Unfallzahlen steigen. Von 815 Unfällen mit Personenschaden ereigneten sich 303 Unfälle im Jahr 2014 durch Ablenkung. 7 Personen starben dabei. Ablenkung ist jenes Risiko, das im Straßenverkehr am häufigsten unterschätzt wird, aber trotzdem nahezu alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen betrifft. Wer am Straßenverkehr aktiv teilnimmt, egal ob als Fußgänger, Radfahrer, Moped, Motorrad oder Autofahrer, sollte die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen lenken, erläutert Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz. Ja, das Kuratorium für Verkehrssicherheit und ich als Zuständiger im Bereich der Verkehrssicherheit haben heute präsentiert, dass leider Gottes die Unfälle mit tödlichem Ausgang von Jahr zu Jahr zunehmen im Bereich der Ablenkung. Und daher müssen wir hier Bewusstseinsbildung machen. Es ist unglaublich, wenn man sich ja diese Statistik ansieht, dass viele noch SMS schreiben, dass viele Mail schreiben während der Autofahrt, dass sogar im Bereich der Radfahrer hier SMS geschrieben werden, dass im Bereich der Motorradfahrer noch SMS geschrieben werden. Es gibt so viele Situationen und Dinge, wo wir der Bevölkerung ins Bewusstsein rufen wollen, bitte tut's das nicht, da kann ein tödlicher Verkehrsunfall herauskommen. Zu diesem Zweck gibt es jetzt eine Online-Plattform des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, das präsentiert wird, und ich würde jeden ersuchen, einmal dieses Spiel durchzumachen, damit hier das Bewusstsein gehoben wird.
Der Streit um die Lösung des Urhudler-Problems zwischen ÖVP und SPÖ geht weiter. In einer Pressemitteilung sieht sich die ÖVP als starker Partner der Landwirtschaft. Auch hat die ÖVP jetzt, wo sie keine Regierungsverantwortung trägt, auf einmal eine Lösung des Urhudler-Problems. Sehen und hören Sie, was die zuständige Agrarlandesrätin Verena Dunst von der SPÖ dazu sagt. Ich bin seit einigen Monaten im Amt, freue mich darüber, jetzt den Agrarsektor übernommen zu haben. Sag auch ganz klar, schade, 20 Jahre zu spät, weil im Burgenland hätten wir viel mehr den Bauernsterben, vor allem das kleine und mittlere Bauern aufgegeben haben, entgegenwirken sollen. Ich verstehe die ÖVP überhaupt nicht, die eigentlich die Landwirtschaftsvertreter sind, zumindest meinen sie das, die dann anstatt sich mit mir zusammenzusetzen, konstruktive Gespräche zu führen und zu sagen, in welche Richtung es geht, sie sind eingeladen jederzeit, mir dann jeden Tag ausrichten lassen und das auf unübelste, wirklich von der Sprache her tiefste Ebene, das ist nicht in Ordnung. Und ich sage das ganz klar, dass die ÖVP hier, auch wie wir alle, dafür gewählt sind, dass sie die Bauern vertreten. Und wenn sie sich nur zurücklehnen in die Oppositionsrolle, nur weil sie nicht verkraften können, dass sie jetzt nicht mehr fürs Agrarressort zuständig sind, dann sollen sie diese Haltung aufgeben, das wird ihnen sicher nur schaden. Weil die Bauern, die Menschen in unserem Land, die haben uns gewählt, dass wir was weiterbringen und die richten mir jeden Tag nur das Übelste aus. Ich glaube, das will kein Mensch im Burgenland. Und ich fordere die ÖVP auf, jetzt wieder endlich zur Normalität zurückzukehren, weil das, was die da im Moment aufführen, das ist gelinde gesagt ein Affentheater. Letzten Freitag wurde der alljährlich stattfindende Weihnachtsmarkt in Mattersburg eröffnet. Die Eröffnung des Mattersburger Weihnachtsmarktes war wie jedes Jahr gut besucht. Die im Kreis angeordneten Verkaufsstände ergeben mit dem Weihnachtsbaum in der Mitte einen gemütlichen Eindruck. Auf dem 8 Meter hohen Baum ist eine neue Lichterkette mit 5800 energiesparenden LEDs angebracht. Die Öffnungszeiten sind Sonntag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 19 Uhr. Weihnachtsmarkt, es ist wieder soweit. Ehrlich? Im Namen vom Einkaufszentrum Mattersburg. Es freut mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Danke an die Stadtkapelle, an den Lesegruppen und die Stadtkapelle Mattersburg. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, ich darf euch im Namen der Stadtgemeinde Mattersburg recht herzlich begrüßen zu unserem kleinen, feinen Weihnachtsmarkt, den wir hier in der Innenstadt haben. Und ich glaube, dass Weihnachten eine Zeit ist, so die fünfte Jahreszeit, wenn man das so will, dass Zeit ist, wo man mit der Familie viel Zeit verbringt, wo es ganz besonders ist, dass man sich erinnert an Weihnachten. An Weihnachten, wie man selbst Kind war, und an Weihnachten, das für mich auch damit verbunden ist, sich gegenseitig Freude zu schenken. Ich wünsche Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie wirklich diese Weihnachtszeit genießen können, dass Sie die gemütliche Atmosphäre genießen, die wir hier in Mattersburg haben. Und den Kindern wünsche ich natürlich, dass die Briefe, die Sie in unser Christkindl-Postfach werfen können, natürlich in Erfüllung gehen. Ich wünsche Ihnen alle eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Vor dem Landhaus für die Aktion 16 Tage gegen Gewalt. Jeder Frau kann männliche Gewalt widerfahren. Sie betrifft Frauen aller Altersstufen, aller Schichten und Kulturen weltweit. Österreich hat im internationalen Vergleich einen hohen Standard beim Schutz gegen Gewalt. Dennoch ist Gewalt an Frauen auch bei uns ein Thema.
Im Laufe eines Lebens ist derzeit jede fünfte Frau in Österreich von häuslicher Gewalt betroffen, mahnt Frauenlandesrätin Verena Dunst anlässlich der Aktionstage 16 Tage gegen Gewalt. Auf der ganzen Welt nützen Fraueninitiativen diese internationale Kampagne vom Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, dem 25. November, bis zum Internationalen Tag der Menschenrechte, dem 10. Dezember, um auf das Recht von Frauen auf ein gewaltfreies Leben aufmerksam zu machen. Auch im Burgenland wird seit Kampagnenstart bei verschiedenen Aktionen auf die Situation der Frauen hingewiesen. Vor dem Landhaus in Eisenstadt wurde letzten Montag die Fahne der Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes gehisst. Die Flagge mit dem Schriftzug »Frei leben ohne Gewalt« wird traditionell vor öffentlichen Gebäuden angebracht, um die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren. Wir haben heute bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit der Frau Annemarie Reis, Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums, und dem Herrn Polizeidirektor Magister Toskuzil über die Situation im Burgenland gesprochen. Im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt ging es uns allen drei darum, dass wir analysieren, wie im Burgenland die Situation ist. Wir haben 152 Wegweisungen, wir haben betroffene Familien, wir haben betroffene Männer und Frauen. Es ging auch um Täter- und Opferbegleitung danach. Es gibt verschiedene Institutionen, die hier im Burgenland auf die Familien schauen. Wir wollen heuer aber ganz bewusst den Schwerpunkt auf Frauen auf der Flucht legen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es ein Auftrag für die Zukunft sein wird, hier Menschen, die bei uns ein neues Zuhause fühlen, zu integrieren, sie zu begleiten und ihnen auch unsere Werte vorzustellen. Ja, das Thema Gewalt in der Familie ist natürlich schon lange ein polizeiliches Thema. Bereits in den 90er Jahren wurde ein entsprechendes Gesetz gemacht, ein Gewaltschutzgesetz, das dir ermöglicht, ein Betretungsverbot, eine Wegweisung zu machen. Hier gibt es natürlich immer wieder Gespräche, dass man auf Entwicklungen, auf Bedürfnisse nachschärft. So wurde auch vor 2 Jahren hier dieses Gewaltschutzgesetz erweitert für den Bereich, wo Kinder betroffen sein können. Und wir sehen, dass in den letzten 2 Jahren hier durchaus auch in 10% der Fällen, wenn wir von 150 Fällen absolut sprechen, im Burgenland, also in 15 bis 16 Fällen auch Kinder betroffen sind, wo dieses Gesetz angewendet wird. Und ich glaube, wenn man sich diesen Bereich anschaut, auch unter dem Aspekt, dass Frauen auf der Flucht, sehr viele Familien aus anderen Kulturen jetzt zu uns kommen, andere Lebensweisen haben, dass man hier besonders in der Prävention einen Nachdruck auf die Prävention legen muss, damit man hier im Bereich der Privatsphäre etwas hineindringen kann, um hier präventiv Aufklärung betreiben zu können. Landeshauptmann Hans Nissel und der Bürgermeister der Gemeinde Bruckneudorf, Gerhard Dreisker, informierten über die neuesten Entwicklungen zur Unterbringung von Asylwerbern in der Gemeinde Bruckneudorf. Zu einem Pressegespräch zur geplanten Unterbringung von ca. 400 Flüchtlingen in Wohncontainern auf dem Truppenübungsgelände Bruckneudorf hatte Landeshauptmann Hans Nissel geladen. Dabei forderte Nissel Innenministerin Mikl-Leitner und Verteidigungsminister Klug auf, ihre auf der Basis des Durchgriffsrechts des Bundes getroffene Entscheidung zurückzunehmen. Weder Land noch Gemeinde seien, wie vorgesehen, vorher informiert worden. Das ist eine Vorgehensweise, die so nicht in Ordnung ist und die wir auch nicht akzeptieren. Die Gemeinde hat bereits 20 Flüchtlinge untergebracht und angeboten, weitere 40 bis 45 aufzunehmen, was aber vom Innenministerium ignoriert wurde. Wir werden gegen diese Entscheidung alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen. Bruckneudorf hat dabei die volle Unterstützung des Landes. Die Gemeinde wie auch das Land stünden weiterhin zur Empfehlung von Amnesty International von einer Quote von 1 bis 1,5% Flüchtlinge pro Ort. Die Gemeinde Bruckneudorf hat in den vergangenen Monaten eine sehr gute Flüchtlingsbetreuung gemacht. Der Herr Bürgermeister und auch viele freiwillige Bruckneudorferinnen und Bruckneudorfer waren in Barndorf, haben dort Flüchtlinge versorgt. Sie versuchen auch Flüchtlinge in der Gemeinde zu integrieren. Im Augenblick sind 20 Flüchtlinge dort, aber
dass in eine Kaserne 400, 450 Flüchtlinge gebracht werden sollen, in einer Kaserne, wo es Schießausbildung gibt für die Soldaten Ostösterreichs, wo auch die Polizei Schießübungen durchführt, ist es unvorstellbar, dass in dieser Gemeinde mit 3000 Einwohnern in einer Kaserne 450 Flüchtlinge untergebracht werden. Das ist nicht mehr zu integrieren. Da gibt es Probleme, da gibt es Polarisierungen. Und genau das ist es, was wir im Burgenland nicht haben wollen. Wir sagen, 1,5% gemessen an der Einwohnerzahl an Flüchtlingen, das ist vertretbar. Und das würde für Bruckneudorf zwischen 40 und 50 Flüchtlinge bedeuten. Und da ist der Herr Bürgermeister und der gesamte Gemeinderat bereit, diese aufzunehmen, zu integrieren, mitzuhelfen, dass sie schnell Deutsch lernen, dass die Kinder in die Schule gehen. Also alles wäre bestens gelaufen, hätte man nicht in der Bundesregierung gesagt, es sollen in die Kaserne Bruckneudorf ca. 400 Flüchtlinge kommen. Ja, also wir werden anfangen zu kämpfen in Bruckneudorf. Das wird sich so abspielen, dass wir Montag und Mittwoch die Bundesstraße 10 in Höhe des Friedhofs bei der Ausfahrt Bruckneudorf sperren werden und am Freitag schon ab 16 Uhr und ebenfalls auf derselben Stelle vorm Friedhof werden wir die Straße sperren, werden eine friedliche Kundgebung abhalten zum Thema Ja zum Helfen, aber Nein zu einem Massenlager im Düppel Bruckneudorf. In Bruckneudorf wurde am Montagabend wieder gegen die Errichtung eines Containerdorfes für ca. 450 Flüchtlinge demonstriert. Am Montag fand bereits die zweite Demo gegen die Aufstellung von 80 Wohncontainern auf dem Truppenübungsplatz Bruckneudorf statt. Unter dem Motto Helfen ja, Massenlager nein, war die Bundesstraße 10 im Ortsgebiet von Bruckneudorf 4 Stunden lang gesperrt. Bei der Demo haben wir Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz genauso gesehen wie Landesrat Magister Norbert Darabosch und viele weitere Vertreter von SPÖ und FPÖ. Wir haben allerdings den Eindruck, dass es die ÖVP-Innenministerin geradezu auf Konfrontation anlegt. Eigentlich ist es ja eine sogenannte Schnapsidee, Flüchtlinge quasi neben einem Schießstand unterzubringen. Da die Flüchtlinge ja alle traumatisiert sind, werden sie sich sicher wohlfühlen, wenn sie fast täglich Schüsse hören und Hubschrauber über sie hinwegfliegen. Für uns ist es völlig unverständlich, dass man Flüchtlinge in so einer Kaserne unterbringen möchte. Eine Demo, die zum Thema hat, ja zum Helfen, nein zum Massenlager. Meine Damen und Herren, das ist eine eindeutige Aussage. Wenn Sie heute hier sind, sagen Sie ja zum Helfen. Weil das haben wir immer gesagt bei uns in Bruckneudorf. Wir sind ein nettes, ein liebenswertes Völkchen. Und wie wir jetzt dann feststellen, wir sind auch ein streitbares Völkchen. Weil über uns will man nicht ganz einfach so drüber verlassen. Ja, ich bin froh, dass heute so viele gekommen sind zu dieser Demonstration. Faktum ist natürlich, dass es so ist, dass hier 400 traumatisierte Flüchtlinge kommen sollen. Das ist deshalb schon wahrscheinlich gar nicht möglich, weil wenn diese traumatisiert sind und das ist ein Schießübungsplatz und da hören die Schüsse, dann wird wahrscheinlich irgendwie das Trauma wieder hochkommen. Deshalb ist es wichtig, auf Kleinstquartiere zu setzen und wir werden des Öfteren hierher kommen, wir werden des Öfteren die B10 sperren, bis hin zur Sperre der Autobahn, bis endlich die Politik des Herrn Klug und der Frau Minister, Innenministerin abgelehnt wird und nicht mehr zum Tragen kommt. Wir werden uns vom Burgenland her wehren gegen die Unterbringung von 450 Flüchtlingen hier in Bruckneudorf, weil es erstens zu viele sind für eine Ortschaft mit 3000 Einwohnern, zweitens auch traumatisierte Flüchtlinge nicht in einer Kaserne untergebracht werden sollen. Und insofern ist das Anliegen, das wir im Burgenland vertreten, legitim, dass wir kleinere Einheiten schaffen wollen und diese kleineren Einheiten auch in Zukunft verfolgen werden. Wir sind nicht flüchtlingsfeindlich, ganz im Gegenteil. Wir haben über 300.000 Menschen über die Grenze im Burgenland durchgeschleust in Richtung Deutschland und haben hier Humanität bewiesen. Aber das ist einfach zu viel. Das ist für eine kleine Ortschaft wie Bruckneudorf einfach zu viel. Und deswegen werden wir uns auch dagegen mit allen Mitteln wehren. Naja, warum ich heute da bin, ist es eigentlich müßig, wenn man die Nachrichten in den letzten Tagen gehört hat, weiß man, warum wir da stehen, auch bei nicht zu gutem Wetter.
Derjenige, der da an der Wettermaschine sitzt, ist scheinbar kein Blauer, sonst würde die Sonne scheinen. Aber es freut mich, dass so viele Leute dahergefunden haben und diese Möglichkeit der Demonstration genutzt haben, auch bei diesem scheußlichen Wetter. Und es ist einfach wichtig, dass man unseren Mächtigen zeigt, dass wir über uns nicht drüber fahren lassen. Das kann nicht sein, dass man im 21. Jahrhundert mit der Bevölkerung überhaupt nicht mehr spricht und solche Aktionen setzt. Das kann man vielleicht dort machen, wo diese Leute herkommen, diese Flüchtlinge, aber bei uns geht das nicht. Und dieses Durchgriffsrecht ist eine Frechheit sondergleichen, wo man wirklich die Bevölkerung ihrer kompletten Verfassungsrechte beraubt. Und in dem Zusammenhang bin ich unheimlich angefressen, muss ich ganz ehrlich sagen, auf die Grünen, die das möglich gemacht haben und heute nicht wissen, wie sie das entschuldigen sollen. Nur die Auswirkungen, die dieses Gesetz schafft, das sieht man heute bei uns in Bruckneudorf. Wir werden alles daran setzen, dass das so nicht kommt. Und ich gratuliere meinem Bürgermeister, dass er da so mit so viel Engagement dahinter steht und versucht, was zu bewegen und zu verändern. Ich bin da, weil eigentlich die Bevölkerung von Bruckneudorf unterstütze. Ich war schon vor 25 Jahren da, wie wir gegen die Rumänen protestiert haben. Und das hat super funktioniert. Und dadurch unterstütze ich jetzt die Bruckneudorfer. Ich bin hier, weil es eigentlich ein schönes Zitat gibt von Bertolt Brecht, das ja lautet, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und genau das passiert momentan hier bei uns in Bruckneudorf. Ich habe gesagt, die Zäune, die Grenzen hätten sollen geschlossen bleiben. Dann hätten wir nicht so viel Gesindel herinnen. Ja, nein, ich bin da aus dem Grund, weil mir die Leute von der Regierung nicht auf den Schädel scheißen lassen wollen, auf Durdeutsch zum Sagen. Weil die können nicht über unsere Köpfe drüber fahren und dort ein Containerdorf machen mit 80 Container, mit 400 Leuten. Das lassen wir einfach nicht zu und wir werden weiter demonstrieren, dass wir das verhindern werden. Im Burgenland hat sich zuletzt verstärkt Widerstand gegen die schwierige gesetzliche Lage unserer Vereine formiert, als Reaktion auf eine beispiellose Anzeigenwelle. Hören Sie dazu die Meinung der FPÖ. Im Burgenland hat sich zuletzt verstärkt Widerstand gegen die schwierige gesetzliche Lage unserer Vereine formiert, als Reaktion auf eine beispiellose Anzeigenwelle. Diese Problematik betrifft jedoch nicht nur das östlichste Bundesland, sondern umfasst auch den Rest Österreichs und könnte sich schon im kommenden Jahr auf andere Bundesländer ausweiten. Abgesehen von zahlreichen burgenländischen waren zuletzt insbesondere Vereine aus Niederösterreich Opfer dieses Angriffs auf unsere Ehrenamtlichen. Die Bundesregierung hat dieses Problem bislang ignoriert und der Hetzkampagne gegen unsere Vereine tatenlos zugesehen, statt endlich neue Richtlinien zu schaffen. Gut, möchte euch recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz begrüßen. Das Thema ist ja ein Thema, das uns schon sehr lange begleitet. Das Thema ist aber, wird immer mehr und mehr zum Thema. Und zwar auch deshalb, weil es natürlich unser Vereinsleben betrifft. Und ich glaube sogar, dass es auch den Zusammenwirken der Gastronomie unter Vereinen schadet, dieses Thema. Denn diese Anzeigeflut ist ja aus meiner Sicht ja wirklich eine Unglaublichkeit. Für uns ist wichtig einfach, dass die Gemeinnützigkeit zum Beispiel neu definiert wird, dass eine Anlauf- und Servicestelle für die Vereine eingerichtet wird, am besten auch vom Bund und darüber hinaus auch vielleicht eine Interessensvertretung, weil wir haben in Österreich für alles Kammern, wir haben eine Arbeiterkammer, wir haben eine Wirtschaftskammer, wir haben eine Landwirtschaftskammer, aber wir haben keine Vertretung für die Ehrenamtlichen. Und das ist natürlich total erschreckend, wenn man sich anschaut, wie viele Ehrenamtliche, was es eigentlich bei uns gibt, da jeder hat in seiner Familie oder in seinem engsten Freundeskreis sicher irgendjemanden, der was ein Funktionär ist oder ein Ehrenamt innehat. Und Österreich baut aufs Ehrenamt auf. Das ist ein Teil unserer Identität und umso wichtiger ist, dass da die Bundesregierung entsprechend handelt und endlich neue Richtlinien schafft, damit dieses Ehrenamt auch weiter bestehen kann.
Also wir unterstützen die vereinsfeste Initiative aus dem Burgenland aus dem Grund, weil das unserer Meinung nach ein überparteiliches und auch über alle Bundesländer hinausgehendes österreichweites Thema ist. Und unser Vorschlag ist eben, einen gemeinsamen Konsens zwischen Gastronomen und Vereinen zu finden, indem wir die Regelungen für kleine Vereinsfeste unter 500 Leuten erleichtern und für über 500, sollte dann ein Gastronom beigezogen werden. Soziallandesrat Magister Norbert Darabosch überreichte am 30. November 2015 im Landhaus in Eisenstadt den im Jahr 1998 auf Initiative der zuständigen Landesstelle der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt ins Leben gerufenen Pflegepreis 2015. Mit dem Pflegepreis will die AUVA jenen danken, die einen Schwerstversehrten über viele Jahre hinweg bei sich zu Hause pflegen, großes persönliches Engagement investieren und dafür viele Opfer auf sich nehmen. Diese Anerkennung ging in diesem Jahr an Mirjana Klaitsch aus Trausdorf. Seit einem Sturz vom Dach im August 2010 ist Zvonko Klaitsch rund um die Uhr auf die Hilfe seiner Frau angewiesen, die ihn Tag für Tag betreut. Damit sind sie ein großes Vorbild in unserer Gesellschaft. Ihre großartige menschliche Leistung ist bewundernswert, macht Mut und verdient größten Dank, Respekt und Anerkennung, betonte Soziallandesrat Magister Norbert Darabosch. Ja, es ist wirklich erfreulich, wenn man sieht, wie Pflegeleistung vollbracht werden kann. Das hat man an dem heutigen Beispiel gesehen. Also herzliche Gratulation wirklich zu diesem Aufwand und zu dieser Leistung, die die Dame vollbracht hat. Man kann nur stolz sein, dass es im Burgenland solche Auszeichnungen gibt. Denn dann kann man wirklich erkennen, wie wichtig die Pflege ist und wie wichtig auch die Liebe im eigenen Haus ist. Und das hat man wirklich erkennen können. Kölle und das Alkoholverbot. Ein Akt der Selbstoffenbarung? Mit großer Verwunderung reagiert FPÖ-Landesrat Alexander Petschnik auf die Wortmeldung des Landtagsabgeordneten Manfred Kölli, der ein Alkoholverbot im burgenländischen Landtag gefordert hatte, nachdem er angeblich sowohl in den Reihen der Abgeordneten als auch bei Regierungsmitgliedern einschlägige Beobachtungen gemacht haben will. Landesrat Petschnik: Ich kann nur die Aussagen von Landeshauptmann-Stellvertreter Schürz unterstreichen. Selbstverständlich wird, zumindest von den Vertretern der Regierungsparteien, vor und während der Sitzungen des Landtages kein Alkohol konsumiert. Wie Landtagspräsident Iletic habe auch ich keinerlei Wahrnehmung von alkoholisierten oder unter Alkoholeinfluss stehenden Mandataren. Das gilt auch für die Vertreter aus den Reihen der ÖVP. Alle Mitglieder des Landtags und der Landesregierung sind sicher gern bereit, dem Abgeordneten Kölli bei persönlichen Problemen zu helfen. Pauschale Unterstellungen an eine anonyme Allgemeinheit sind aber sicher der falsche Weg, um Hilfe zu rufen, schloss Petschnik. Bildung ist ein zentrales Thema für die SPÖ und mehr Sozialdemokratie in der Bildung war das zentrale Anliegen beim letztwöchigen Bundesbildungspräsidium in Wien. Aus dem Burgenland nahmen SPÖ-Bildungssprecherin Doris Bohaska und Renner-Institut-Landesstellenleiterin Theresa Krenn daran teil. Durch einen verbesserten Zugang zur Bildung will die SPÖ nachhaltig für soziale Chancengleichheit sorgen. Dazu müssen wir die Kindergartenpädagogik stärken und mit pädagogischen Freiräumen in den Schulen bessere Lernergebnisse erzielen, so Prohaska. Landesrat Magister Norbert Darabosch: Kostenlose Energiesparpakete für 1.800 Familien. Land und Energie Burgenland unterstützen einkommensschwache Haushalte. In gemeinsamer Aktion mit der Energie Burgenland stellt das Land Burgenland einkommensschwachen Haushalten 1.800 Energie Burgenland Energiesparpakete kostenlos zur Verfügung. Mit den darin enthaltenen LED-Lampen und dem Wasserspar-Set werden diese dabei unterstützt, Energie effizient zu nutzen und gleichzeitig Energiekosten zu sparen. Die Versendung der Briefe an die Familien inklusive Gutschein und Rückantwortkuvert erfolgt durch das Land Burgenland. Ein gebrauchter viersitziger Citroën C0 ist es, mit dem der grüne Landtagsabgeordnete Wolfgang Spitzmüller seit etwa einem Monat seine Alltagswege erledigt. Etwa 100 Kilometer beträgt die Reichweite des reinen Elektrofahrzeuges. Es ist ein völlig anderes Fahrgefühl und eigentlich möchte in meiner Familie kaum jemand mehr mit unserem Erstauto, einem Diesel, fahren. Spitzmüller plant, mit seinem neuen Elektroauto auch zur nächsten Landtagssitzung aus Oberschützen nach Eisenstadt anzureisen.
Das Fahrzeug ist an einer normalen Haussteckdose in ca. 6 Stunden voll aufgeladen, kann aber auch teilgeladen werden. Die ÖVP ergreift neue Initiativen im Landtag. Die ÖVP sieht sich als starker Partner der Landwirtschaft und will neue Initiativen im Landtag ergreifen. Ein Thema ist der Einsatz von ferngesteuerten Drohnen zur Starabwehr, die mit einem Soundmodul ausgestattet werden. Dieses imitiert den Schrei eines Greifvogels, soll den Staren einen Schreck einjagen und sie damit vertreiben. Erste Pilotversuche waren erfolgreich, weiß Klubobmann Christian Sagert. Und wieder Uhudler. Für ÖVP-Agrarsprecher Walter Demmel liegt ein konkreter Lösungsvorschlag, nämlich die Deklarierung des Uhudlers als Obstwein, schon seit Monaten auf dem Tisch. Ein weiterer populistischer Vorschlag ist die Übernahme von 25% der Sozialversicherungskosten für Landwirte für das vierte Quartal 2015. Auch 25% der Prämie für das gesamte Jahr 2016 für eine Ernteausfallversicherung, die die Landwirte bereits haben oder die noch im Jahr 2015 oder im Jahr 2016 abgeschlossen wird, soll vom Land bezahlt werden. Die ÖVP versteht sich als der starke Partner für die Landwirtschaft im Land. Wir sind drei konkrete Themen, haben wir uns heute vorgenommen. Einerseits ein Entschließungsantrag, der von der ÖVP, von den Abgeordneten der ÖVP eingebracht wurde zum Thema die Möglichkeit, dass Drohnen, also ferngesteuerte Flugdrohnen zum Einsatz kommen bei der Starrebekämpfung. Weiters möchten wir eingehen auf unsere Initiative zur Unterstützung der Landwirte, Bäuerinnen und Bauern, die von Dürreschäden betroffen sind. Und ein drittes Thema, ein sehr emotional geführtes Thema, wo sehr, sehr oft leider sachpolitische und inhaltliche Komponenten komplett ausgeschalten werden. Die Frage, wie erhalten wir das Kulturgut Uhudler für die künftigen Generationen? Am Mittwoch wurde in den Räumlichkeiten des SPÖ-Landtagsclubs die Fotoausstellung Arbeitswelt Eisenbahn mit Bildern des Bruckneudorfer Fotokünstlers Christian Zenger eröffnet. Die Eröffnung nahmen Landeshauptmann Hans Nissel und ÖBB-Vorstandsvorsitzender Christian Kern gemeinsam mit dem Gastgeber Klubobmann Robert Hergowich vor. Rund 150 Gäste haben die Einladung des SPÖ-Clubs wahrgenommen. Schweineproblem in Lichtenwörth. Die hohe Anzahl an Schweinemastbetrieben verursacht bereits überhöhte Nitratwerte im Grundwasser. Das Wasser kann nur verwendet werden, weil es mit Trinkwasser mit niedrigem Nitratgehalt gemischt wird. Sollte wie geplant die Anzahl der Schweine weiter erhöht werden, steigt natürlich auch die Nitratproblematik. Der Anstieg der Nitratwerte im Brunnenfeld Neufeld über die Grenze von 50 Milligramm Nitrat pro Liter seit Anfang des Jahres ist aufgrund der Grundwasserfließrichtung von den Massentierhaltungsbetrieben zum Pumpwerk Ebenfurt mittlerweile auch zum Problem für die Wasserleitungsverbände und ihre Kunden geworden. Die Beeinträchtigung des Grundwassers betrifft also Niederösterreich und das Burgenland. Konkret geforderte Maßnahmen der Grünen: Ausdehnung des bestehenden Wasserschongebietes, Stickstoffmanagement samt Monitoring und Sanktionen, Grenzwerte bei den Mastschweinen pro Fläche und Gebiet sowie der Ausbringungszeitraum der Düngung. Agrarlandesrätin Verena Dunst gratuliert der Landwirtschaftlichen Fachschule Güssing zu ihrem 65-jährigen Jubiläum und überreicht dem modernen Agrarkompetenzzentrum ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk. Ausführliche Berichte und Filmbeiträge zu diesen und anderen Themen finden Sie auf unserer Seite. Polizeinews. Wilderer im Bezirk Oberpullendorf. Seit dem 8. November 2015 wurden in Waldstücken im Bezirk Oberpullendorf insgesamt 3 Stück Rotwild illegal erlegt. In allen 3 Fällen wurden eindeutige Durchschussspuren festgestellt. Die 3 Tatorte liegen in einem Umkreis von etwa 5 Kilometer. Zurzeit gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Der Schaden beträgt etwa 6.000 Euro. Tödlicher Verkehrsunfall im Bezirk Güssing. Letzte Woche fuhr ein 76-jähriger Mann aus dem Bezirk Güssing mit seinem Pkw auf der B57 aus St. Michael kommend in Richtung Rauchwart. Auf Höhe von St. Michael kollidierte der Lenker seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw.
In weiterer Folge geriet der 76-Jährige mit seinem Fahrzeug auf das rechte Straßenbankett, kam ins Schleudern und prallte frontal gegen einen zweiten entgegenkommenden LKW. Dabei erlitt der PKW-Lenker schwere Verletzungen und wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er erlag den Verletzungen an der Unfallstelle und wurde von der Feuerwehr St. Michael aus dem Fahrzeug geborgen. Der Lenker des zweiten LKW wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Güssing gebracht. Der Lenker des ersten LKW blieb unverletzt. Geldübergabe nach Neffentrick. In drei Fällen letzte Woche versuchte der Unbekannte sein Glück und rief Frauen aus dem Bezirk Neusiedl am See an. Zwei Frauen wurden misstrauisch und überprüften den Wahrheitsgehalt des Gespräches und beendeten danach den Kontakt. Eine Pensionistin willigte jedoch ein und vereinbarte ein Treffen an ihrer Adresse zwecks Geldübergabe. Der unbekannte Anrufer verlangte zwar zuvor mehr Geld, gab sich aber dann mit dem Angebotenen zufrieden. Die Frau gab ihm zu verstehen, lediglich diesen Betrag zu Hause zu haben. Das Geld wurde dann von einem angeblichen Anwalt, vermutlich slowakischer oder tschechischer Herkunft, von der Wohnadresse abgeholt. Der Mann war ihr völlig unbekannt. Die Polizei Neusiedl am See ermittelt. Seitens der Polizei wird erneut eindringlich darauf hingewiesen, solchen telefonischen Aufforderungen nicht nachzukommen und keinerlei Geldbeträge an Unbekannte zu übergeben. Zwei ungarische Täter stahlen am 24. November 2015 fünf Motorsägen aus einer unversperrten Halle in Mannersdorf. Die Besitzerin wurde durch eine zufallende Autotür aufmerksam und hielt das Fahrzeug an. Darin befanden sich zwei Männer. Die Geschädigte notierte sich das Kennzeichen des PKWs und erstattete Anzeige. Die zwei Täter wurden mit weiteren geklärten Diebstählen in Zusammenhang gebracht. Die Geschädigte konnte diese anhand von Lichtbildern identifizieren. Letzte Woche stahlen Unbekannte von einer Baustelle in Mönchhof etwa 1100 Laufmeter Kupferkabel. Die Kupferkabel waren bereits in einer 500 Meter langen Künette doppelt verlegt und noch nicht vergraben. Die Täter entkamen unerkannt. Der Schaden beläuft sich auf 3500 Euro. Die Polizei Golz ermittelt. Unbekannte stahlen zwischen dem 24. und 25. November 2015 von einem Friedhof eine Madonnenstatue. Die Statue stand auf einer Grabstätte im Friedhof Siegendorf. Das Objekt ist etwa 60 cm hoch aus Bronze und hat einen Wert von 1250 Euro. Betrug im Internet. Eine 39-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See wurde zwischen dem 25. und 26. November 2015 im Internet um mehrere tausend Euro betrogen. Am Computer der Frau erschien plötzlich ein Pop-up-Fenster, dem zu entnehmen war, dass ihr Gerät mit einem Virus befallen ist. Zur selben Zeit rief ein ihr unbekannter Mann an und gab sich als Servicetechniker aus, der ihr in diesem Fall helfen könnte. Er forderte sie in den nächsten zwei Tagen auf, Geld auf verschiedene Konten im Ausland zu überweisen. Er teilte ihr mit, damit ihren PC vor diesen Viren zu schützen. Die Frau überwies mehrere Male einen insgesamt hohen vierstelligen Eurobetrag. Die Polizei warnt eindringlich davor, solchen Aufforderungen nachzukommen und Überweisungen zu tätigen bzw. Codes bekannt zu geben. Vom 28. November auf dem 29. November 2015 führte die Landesverkehrsabteilung Burgenland landesweite Schwerpunktkontrollen durch. Hauptaugenmerk wurde auf Alko- und Drogenlenker sowie Geschwindigkeitsüberträgerung gelegt. Es wurden bei 850 Lenker- und Fahrzeugkontrollen 482 Alko-Vortests und Alkomat-Tests durchgeführt. Bei 7 Lenkern ergaben die Tests mehr als 0,8 Promille. Die Führerscheine wurden vorläufig abgenommen. Insgesamt wurden 24 Verwaltungsanzeigen und 41 Organmandate eingehoben. Veranstaltungshinweise: Die Western Cowboys geigen am 4. Dezember im E-Cube auf. Neben traditionellen Vorweihnachtszeitangeboten ist die Landeshauptstadt seit dem heutigen Jahr um eine Veranstaltungsserie reicher. An den 4 Freitagen vor den Adventssonntagen kommt Eisenstadt im Winter in den E-Cube besondere Konzertabende, ergänzt um ein tolles kulinarisches Angebot. In Bad Sauerbrunn im Toni-Stricker-Saal um 19.30 Uhr am Freitag, dem 4. Dezember, hören Sie Geschichten von Christkindln und Weihnachtsmandeln. Der Wiener Stadtpoet und Kabarettist Gerhard Blabol nimmt Wien und die Adventgewohnheiten so gekonnt auf die Schaufel,
dass man es bedauert, dass diese Jahreszeit in knapp 4 Wochen beendet ist. Das Kunstforum Vösendorf lädt ein zu Christkindl ist großzügig. Erstmals im Kunstforum vom 5. bis 8. Dezember bei unserem Weihnachtskunstmarkt in 2331 Vösendorf, Ortsstraße 18. Vom 5. bis 7. Dezember von 14 bis 20 Uhr und am 8. Dezember von 11 bis 16 Uhr. Kunst, Handwerk und Genuss Adventmarkt in Neuberg im Burgenland. Kreative Menschen bieten ihre Produkte an. Bilder, Bastelarbeiten, Weihnachtsschmuck, Handwerkskunst, Produkte aus Hof und Garten. Am Samstag, dem 5. Dezember 2015 von 14 bis 19 Uhr im Feuerwehrhaus. Der Adventmarkt im Schlosspark Glockenhaus, neben der Kirche, findet am Sonntag, den 6.12. ab 10 Uhr und am Samstag, den 19.12. ab 16 Uhr im zauberhaften Ambiente des Schlossparks in Glockenhaus statt. Hier finden Sie kunsthandwerkliche Produkte und kulinarische Köstlichkeiten aus der Region. Zum 18. Mal organisiert Landtagspräsident Christian Illeditz im Namen des FC Landtag die Benefiz-Fußballgala zugunsten der Aktion Licht ins Dunkel. Am kommenden Dienstag, dem 8. Dezember 2015, kicken Fußballteams aus der burgenländischen Wirtschaft im Landessportzentrum Viva in Steinbrunn für den guten Zweck. Turnierbeginn ist 10 Uhr, Beginn des Promispiels um 14 Uhr. Das war es wieder für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse und eine schöne Woche wünscht Ihnen Ihr CCM-TV-Team.